Guten Morgen, guten Mittag und einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu Darkwood, unserem Let's Play-Projekt. Wir haben weiter aufgehört haben und gehen kurz zurück, weil ich habe gar keinen Platz. Oh, eine Puppe, nice. Ne, ich greife eine Puppe. Weiter geht's. Wir müssen auf jeden Fall zurück, kurz mal unser ganzes Equipment abladen und dann wieder zurück und das nochmal aufladen. Und es ist schon 12.40 Uhr in-game. Wir werden auf jeden Fall eine Nacht erleben. Denke ich mal. Aber das wird auch kein Problem werden. Also ich denke mal, es wird so easy werden, dass wir ohne Probleme durchkommen. Wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall mehr Platz. So, das ist der Weg zum Dingen. Das heißt, oben ist das Silo. Ja, kriegen wir schon hin. Uhr habe ich schon durchsucht. Fast wäre ich eingetreten. Oh, ich höre Wulfi, Dulfi. Da ist die gute Hütte. Dann wir erstmal alles nur ein hier. Nice, und dann Level Up natürlich. Sprinter. Gut. Okay, das ist alles ein Lager, was ich gerade nicht brauche. Die Schaufel nach da unten. Lötkörner, Tabletten, Stein, Gegengift, Alkohol, Waffenteile. Und das da. Okay. Schade, Pistole kann ich leider nicht. Großartig was machen bei. Na gut. Schaufel. Da kann ich auch nichts machen, großartig halt, ne? Gut, ich habe noch Platz, mal ins Dorf zu gehen. Und ein anderes Thema ist, wie oder wo ist Jan sein Haus? Nee, Jan ist doch noch unten in die Dings gegangen. Achso, nee, Richtung, oh, komm. Nein, das ist eine Falle. Ach, den Brunnen hier. Das ist also unten im Brunnen bestimmt. Ach Gott, ey. Kann ich denn sowas wie... Nee, kann ich nicht. Schade. Also ich gefragt, ob ich vielleicht, was war das Schwein? Ob ich Pistole und... Taschenlampe gleichzeitig nutzen kann, aber kann ich ja nicht. Kann man ja leider nicht machen. So, das war gar kein Problem. Am Brunnen, gucken wir mal hier im Schweinestall nach. Ist das Schweinestall? Bestimmt ist das ein Schweinestall. Eine Karte mit dem Schweinestall. Ansonsten sehe ich aber auch hier gar nichts. Nö. Nicht. Ja, nicht. Doch noch einen ganzen alten, kuriosen Gebäude gehabt da. Und du, Kollege, ja, verarsch mich noch einmal mit dem scheiß Bürgermeister. Und Mistgabel, du. Drinnen war glaube ich noch was, oder?
nachgucken, das ziehen. Das ist ein Seil, ein paar Holzscheite. Stuhl. Ein paar Lumpen. Auch nichts von Interesse, halt, ne? Da, die Hütte. Alkohol. Das ist leer. Ich höre dich. Höre dich. Toter Visitenbewohner. Glänzender Stein. Nice. Oh, so unheimlich mit Soundeffekten. Also wie gesagt, das ist gut gemacht auf jeden Fall. Muss mal vorstellen, ihr habt das auf dem Kopfhörer, ja? Und ich hab die gerade mal auf 10 oder so und das hat jetzt doch auf den Ohren. Hm. Wahrscheinlich ist der Wald deswegen so bedrückt. Oh, ja, ich meine die Sau, die den Stall entfernt hat. Ach Mensch, ich bin aber auch ein Arschloch, ne? Ich bin wirklich ein nettes Arschloch. Hier noch Plätze mit, ja? Drei Plätze, ey, es ist doch so lächerlich, dass man so wenig Platz hat. So lächerlich. Aber gut. Wird 26 in-game. Frage ist. Ich meine, Holz brauche ich gerade gar nicht. Ah, Fleisch brauche ich auch gerade nicht. Oh, komm, ich ruhig mal mit. Backetoffel. Oh ja, arme Sau. Überhaupt da rein. Oh, war ich schon mal drin? Ich glaube nicht, oder? Nee, da war ich noch gar nicht drin. Da war ich noch gar nicht drin. Gebäude. Hm. Du hast zum Glück, dass ich mindestens noch 5 habe, ne? Was ist das denn bitte für ein Ort? Das ist ein Holzkohlen? Ja, ein Ofen. Okay. Stein auf, indem man Ofen. Mit dem man Brot backt. Okay. Bisschen Draht. Kartoffel. Ein paar Leichen. Ein Metallrohr. Klebeband. Hm. Kurios.
Kurioser Ort. Was bleibt jetzt noch übrig? Bleibt jetzt nur noch unten halt übrig, ne? Brunnen. Und das Loch beim komischen Einbuddel-Fitzi-Fuzzi da. Das ist eine Abkürzung. Du willst mich flachsen? Das ist genial. Das ist super. Perfekt. Wunderbar. Ich muss ja da lang. Gut, dann ab in den Brunnen. Und schauen, was wir hier finden. Schon mal nichts hier. Ah, da wird noch mehr sein. Da wird auf jeden Fall sehr viel noch sein. Diese Stille, es ist so unheimlich, die Stille. Komm her, du Mistvieh. Warum ist der Tunnel so verwirrend? Das ist meine Fackel. So. Kleiner toter Beißer, du. Zur Oberfläche. Nein, 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 ich sterbe jetzt, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oder?
Okay, gut. Gut Glück gehabt. Und Holzscheiter. Plastikhühner. Eine Armeemark. Brauchen wir Hühnereier. Gerade. Ah, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß jetzt, wo ich bin. Oh Gott, ah, ich habe jetzt einen Schlüssel dafür. Scheiße. Geben wir dem Wolf oder geben wir dem einfach den Jungen? Theoretisch haben wir uns Wolf gegeben, ne? Einfach weil Wolf uns so gesehen als erster geholfen hat. Der Junge ist zwar unschuldig, aber ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht. Er ist so besessen von der. Von dem Mädchen. Mal. Was kann ich alles kochen? Ganzen Pilze auf jeden Fall. Ja, Eier kann ich nicht kochen, schade. Aber naja, was willst du machen? Was willst du da machen, ne? Ich würde mal die Eier, das da mitnehmen und das dann. Gut, dann mal rüber zu Wolf und immer abliefern den Schlüssel. Er hat irgendwas mit ihr nämlich vor. Autsch. So, was in der Hütte war doch irgendwo hier um der Ecke. Wolf, mein Bruder. Ja, Flash. Wolfi. Als ich den Schlüssel heraushole, weiten sich die Pupillen des Wolfs vor Aufregung. Flash, ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffen würdest. Ich bin beeindruckt. Zeit für deine Belohnung. Du findest den diebischen Quacksilber hier. Aber er hat sich eingesperrt und lässt niemanden rein. Also weiß ich nicht, ob dir die Info irgendwas bringt, Flashy.
Was zum Teufel guckst du so? Ich habe versprochen, dir zu sagen, wo du ihn findest. Und das habe ich getan. Habe ich je gesagt, dass du da auch reinkommst? Das ist was ganz anderes, oder? Der Wolf bricht in Gelächter aus. Und jetzt geh mir aus den Augenfleisch. Ich habe was Wichtiges zu tun. Wenn du unsere wunderbare Beziehung weiterführen willst, such mich am nordöstlichen Rand des alten Waldes. Ich sag uns eine leckere Zukunft voraus. Der Wolf schiebt die Hände tief in seine Manteltasche. Hier, liefer das bei der wahnsinnigen alten Schlampe ab, um dich für ihre wunderschöne Schwester zu bedanken. Der Vater des Wolfs. Der Wolf wirft den Kopf eines Huhns vor die Füße. Als ich den Blick wieder hebe, stelle ich fest, dass der Wolf weg ist. Was? Wolfi! Wolfi! Du Scharlatan, du hast mich belogen! Wolfi! Ich frage das jetzt, ja doch, können wir wieder zurückgehen? Die Zeit haben wir dafür. Das ist ja gerade mal 16:27. Und wir könnten dann den Rest des Tages überleben. Verdammt noch eins, Wolfi. Verdammt noch eins. Aber recht hat er ja, ne? Er hat ja nur versprochen zu sagen, wo der Arzt ist, der gute Docke Doc. Also so verkehrt war der Deal jetzt auch nicht. Ich kann erstmal alles in Ruhe wieder zurücklegen. Die Pistole kommt dahin. Gut. Das ist Tunnelloch. So hassen jetzt. Die wird mich so abgrundtief hassen. Ich muss einen Huhn gegen den Kopf schmeißen. Hat dir jemand beigebracht, wie man keine. Hat niemand beigebracht, wie man eine Tür benutzt? Oh Jesus, was für ein Fluch ist über uns gekommen. Mutter Gottes, so ein Teufelei. Erst ist Janik weg, dann wird schon wieder meine Schwester. Oh Jesus. Jungchen, sei mir gnädig und such sie. Mutter Maria, ich weiß nicht, was ich ohne sie tun soll, ganz allein. Allmächtiger Jesus, mein kleiner Liebling, was haben sie mit dir gemacht? Das ist ein schlimmes Zeichen, mein Junge. Ein schlimmes Zeichen. Was passiert jetzt nur? Also hat Wolfi sie entführt. Ein Laken und ein paar abgewetzte Hosen. Ein Haufen zerknitterter Kissen und Bezüge. Sieht aus, als hätte jemand geschlafen. Ehering. Oh, nice. Leckert brauche ich nicht, den Jungen. Kopf voller Eier. Ein rotes Ei, okay. Oh, großer Pilz. Nehmen wir gleich mal mit hier. Noch mehr Eier. Und über ist das hölzerne Hühnerhauses. Ja.
würde mal sagen, die gute Dame. Was brauchst du, armer Kerl? Hunger? Ja? Ich täte dir einen Niantef geben, aber was würde ich schon bringen? Allmächtiger. Gut, die Dame ist auf jeden Fall traurig. Frage ist, was hat Wolf mit der Schwester jetzt vor? Fragen über Fragen. Mal gucken. Wir müssten also auf jeden Fall dann da hoch. Ach du Scheiße, das ist ein langer Weg dahin. Und ist ja machbar, so ist ja nicht. Das ist nur ein langer Weg. Alter. Alter, würdet ihr aufhören, mich zu beißen? Nein. Nein. Warum? 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 Warum mache ich sowas? Meine Uhr. Kriege ich sie wieder? Glaube ich ja weniger, oder? Oh doch, der ist hier. Ey. Ficken Sie sich. Ach, verdammte Semmelbrötchen. So. 18:26 Uhr, müssen Sie mal noch den Generator ein bisschen auffüllen. Nee, halt brauche ich nicht. Ich gehe den nächsten Tag schon wieder raus. Magazin habe ich keines. Oh, da habe ich noch extra hier. Ha. Ha, ha, ha. Kann ich reparieren? Nee. Warum auch? Wäre auch zu einfach dann. Ah, verdammt. Passt vergessen. So, kannst du es mal rüber schieben? So, wunderschön. So, machen wir schon die Nacht und machen wir ein paar zu Ende. Also wieder eine schöne Überziehung hier. Ah, packen wir schon. Danach geht's sowas im alten Wald. Muss der Doktor sein? Oh, keine Ahnung, wo. Na komm, Madeline, so Nacht hier bitte. Ich muss herstellen, sonst kann ich es auch nicht, ne? Nee. Sicher, die Einschussflinte, ey. Da freue ich mich.
Verschwinde aus meinem Haus. Habe ich noch irgendwo... So. Halt, ich glaube da hinten. Ah, danke. Na, kommt noch einer? Irgendwas ist da draußen, das ist nichts Normales. Es ist 3.04 Uhr. Willst du wirklich versuchen? Willst du? Der Tod war da drin. Ich mahne dich. Versuch es nicht, mach es nicht, lass es sein. Gift. Tu das nicht. Lass es. Bitte. Es ist langsam Tag. Du verausgabst dich doch nur. Bitte. Tu es nicht. Tu es. Bitte. Nicht. Du hast Glück gehabt. Lebe. Ne, Numinus Patre. Er kam nicht durch. Ey, das war ja genial. So. Kurz mal gucken, ob der Händler hat was Gutes. Guck mal hier, guter Lauf. Ja, warte mal ganz kurz. Ich kann ein paar Sachen verkaufen hier. So. Mal kurz gucken, wie viel sind die Eier wert? So. Noch mehr, warte mal ganz kurz. Oh, Rüstung herstellen, nice.
Kartoffelseil, Ratte. Und wir kaufen von ihm das rote Ei ab. Langlauf. Schrotpatrone, scheiße. Oder? Ah, fehlt noch ein bisschen. Na gut, kannst nicht viel machen halt, ne? Ja, passt. Passt so super. Eine Schussschrotflinte, wunderschön. Und die jetzt auch. Das ist ja nicht viel zu machen hier, ne? Alkohol auf jeden Fall mitnehmen. Röhrenmagazin, das rote Ei vielleicht noch kaufen. Ja, doch, passt so. So, kochen. Super. So, das war's auf jeden Fall für heute mit Darkwood. Ein bisschen länger als gedacht. Hey, passiert mal. Ne? Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, zusammen liken oder einfach nur kommentieren. Das würde mich schon mal freuen. Ne? Also bis zum nächsten Mal, Leute. Habt einen wunderschönen Morgen, Mittag und einen Abend. Schön mit Ö. Bye.